Could you tell me your name, please? My name now is George Mannings. It used to be Günther Manneberg. Could you spell it, please? G-U-N-T-E-R, Günther, M-A-N-N-E-B-E-R-G, Manneberg. Could you tell us the date and place of your birth, please? 9th of May, 1922, Magdeburg. Magdeburg was a fairly large industrial town on the River Elbe. And really and truly, I do not remember much more about it. Could you describe for us this photograph? Yes. Well, on the far left, is partly hidden, is my Uncle Eric, Uncle Otto, next to him, my father, Heinrich. Next, Auntie Kate Manneberg. Next, an uncle of mine, Kramer, I do not remember his name, first name. Next, my grandfather, step-grandfather, Max Wandro. Next to him, his wife, my grandmother, Hedwig Wandro. Next, my grandmother, Jenny Manneberg. Next, my auntie. Next is another auntie of mine. Her husband is behind her. In front is my cousin Inge Poppet. Me, Günther Manneberg, the bar mitzvah boy. And next is a friend whose name I cannot recall. And of all these people, I believe my cousin and me are the only one who survived the Holocaust. Magdeburg 2008, die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Im Rathaus regiert seit 1990 die SPD. Die Elbestadt kann sich seit der Wende als eine Hochburg der Sozialdemokraten behaupten. So war dies auch in den Jahren 1919 bis 1933. Dann gibt es im Rathaus einen Machtwechsel. Fritz Markmann ist Mitglied der NSDAP. Er ist Stellvertreter einer Ideologie, die Magdeburg und ganz Deutschland in den kommenden Jahren ins Unglück stürzen wird. In Magdeburg gelingt es der SPD bis 1932, die Mehrheit zu halten. Dann erreicht die NSDAP bei den Wahlen über 38%. 1930. Die Weltwirtschaftskrise beutelt das Land und die Wähler wenden sich von den Parteien der Weimarer Republik ab. Die Arbeitslosigkeit liegt in Magdeburg bei über 40%. In der Stadt werden Suppenküchen eingerichtet. Es herrscht Hunger. Die Loyalität zur Demokratie bröckelt. Die Sympathie für die NSDAP wächst, denn die Partei verspricht Arbeit und Brot. »1932 spricht Adolf Hitler in der Stadthalle auf dem Werder. Ein Besuch mit nachhaltigem Eindruck. Allerdings nicht bei jedem.« »Also Adolf Hitler war 1932 hier in der Stadthalle. Und an der Berliner Chaussee ist er von Bürgern mit Steinen beworfen worden. Also Hitler kam nicht wieder.« »Es sollte tatsächlich der letzte Besuch bleiben.« 3 Jahre später wird Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Es fing eigentlich ganz human an. Machtübernahme. Wir kriegten mit, dass es Reichsbrände gab, dass die in München diese Attentatsversuche, nebenbei gesagt, das sind ja 46 Attentatsversuche auf Hitler gewesen. Wie im Rest des Landes wachsen mit der Machtergreifung auch in Magdeburg die Hoffnungen auf den Aufschwung. Ein Strohhalm, an dem man sich festzuhalten versucht, bei einer Arbeitslosigkeit von über 40% in der Stadt. Die Ideologie des Nationalsozialismus hält Einzug in die Landes- und Stadtpolitik und in die Köpfe der Menschen. Schon kurze Zeit später beginnt der Propagandafeldzug gegen die Juden.
Das bekommen auch die 2400 Magdeburger Juden zu spüren. Am 11. März marschiert ein SA-Trupp in das Rathaus und nimmt den Oberbürgermeister Ernst Reuter in Haft. Auch sein Stellvertreter, der Jude Herbert Goldschmidt, wird festgenommen und gezwungen, in aller Öffentlichkeit den Hitlergruß zu zeigen. Er wird im Horst-Wessel-Haus neben dem Kloster unserer lieben Frauen inhaftiert. Später wird das Gebäude das berüchtigte Foltergefängnis der Magdeburger Gestapo. Von Beginn seiner politischen Karriere an hetzt Hitler gegen das Judentum. Seine Propaganda fällt auf fruchtbaren Boden und begeistert die Massen. Nach 1933, als die Nazis dann anfingen, Konfrontationen mit den Juden zu schaffen, da merkte man, der Sänger Richard Tauber war Jude, der Schauspieler, fallen mir jetzt keine Namen ein, und Regisseure und auch Paul Abraham, der Komponist, war Jude. Ach, und plötzlich hatten die Aufführverbot und die Musik wurde nicht mehr gespielt, die Bücher wurden nicht mehr verlegt. Und das begann 1933, 1934, da wurde das massiv. Ich habe eine vage Erinnerung, dass ich einmal im Kino als Kind war, einen Shirley-Temple-Film gesehen habe. Aber sonst später durften wir ja nicht mehr in die Kinos gehen. Und wir durften auch nicht auf Theater und die Parkbänke waren für Juden verboten. Also wir waren, die Einschränkungen, die wir erlitten, die wurden von Tag zu Tag mehr. Die Propaganda dringt in alle Lebensbereiche. Vor allem in der Schule legt man großen Wert auf die Vermittlung des nationalsozialistischen Gedankenguts. Es hat im Schulischen sich einiges verändert für uns, indem das Ganze mehr militärisch aufgezogen wurde für uns Jugendliche. Das Auswendiglernen bestimmter Lebensläufe von Goebbels, von Hermann Göring, besonders von Hitler. Ich könnte sie heute noch aufsagen. Am 20.04.1889 in Braunheim geboren, sein Vater war Zollbeamter. Das wurde uns eingebläut. Und wehe, es kam nicht automatisch. Als ein Klassenlehrer einmal morgens reinkam, wir waren ganz neu, Kinder, die gerade mal zur Schule kamen, er kam rein mit einem Hitlergruß und einem Bohrstock, hat sich den ersten Jungen gepackt, der auf der Bank saß, hat ihm einmal mit dem Rohrstock richtig mal über den Hintern gezogen, wie man das so schön sagt, damit ihr wisst, wie das bei uns vorgeht. Also hat sich niemand gerne mehr in die erste Reihe gesetzt. Ich war auch nicht lange auf der Schule. Ich meine, ich war überhaupt nicht lange auf der Schule, aber da war ich, habe ich, glaube ich, gerade mal ein Jahr ausgehalten. Denn so wie mir mein Bruder erklärte, war damals ein starker Atmosphäre gegen Juden und meine Eltern brachten mich in eine Nonnenschule. Wir haben in der Schule dann das Judentum, der Jude ist ein hinterhältiger Geschäftsmann, der Jude neigt dazu, sich bestimmte Dinge anzueignen, der Jude, und darum müssen wir ihn vernichten. Er ist ja dann auch besonders in Schönebeck habe ich das ja dann erlebt und in Magdeburg dementsprechend regelrecht verhunzt worden. Und wir haben Rassenkunde nicht gehabt, aber wir haben im Deutschunterricht über Judentum einiges gelehrt bekommen. Wir hatten einen Lehrer, unser Deutschlehrer, und der übte mit uns schon morgens aufsetzen. Der brachte uns morgen schon militärische Übungen bei. Solch Parteiabzeichen, das störte mich damals. Ich musste dann immer, das war wie solch Fixpunkt, da musste ich immer draufstieren. Und der machte so nationalsozialistische Propaganda. Aber vom Lehrplan her war sowas nicht vorgesehen. Das überließ man der Hitlerjugend und den SA-Sturmlokalen. Unser Heimabend, da wurden dann Zeug erzählt. Soldaten, Kameraden, hängte Juden, steckte Bonzen an der Wand. Das war solch Refrain eines Liedes.
Jüdische und halbjüdische Kinder sind gezwungen, ihre Identität zu verleugnen. Wir mussten damals in den Jungmädchenbund eintreten. Und da wurde auch die Frage gestellt. Und da habe ich also wirklich falsch eingetragen. Ich wusste, dass es falsch war, was ich eintrage, aber ich hatte einfach Angst. Weil ich wusste, wenn das bekannt wird, dann geht es mir schlecht. Ich kannte ja den Lehrer, ja. Das hat auch lange gedauert, bis ich damit fertig geworden bin, weil ich das eigentlich von zu Hause nicht kannte, dass man lügt. Wir mussten zwar viel verschweigen, aber Lügen und so, das gab es bei uns auch nicht. Und wir mussten dann auf eine Dorfschule und dort hatten wir einen Lehrer, der war Jungvolkführer. Ich kann nicht sagen, was der für einen Rang hatte. Und das war sehr schlimm. Also da musste ich mir manches anhören, wo ich dann an meinem Platz saß und vor Angst gezittert habe, dass er irgendwie mal dahinter kommen könnte, dass ich auch aus solcher Gegend komme, aus solcher Richtung. Das Leben in Magdeburg hat sich nach 1933 für uns sehr verengt. Soweit ich weiß, haben wir nur jüdische Kinder als Spielkameraden gehabt. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit gegeben. In 1933 war ich 6 Jahre alt. Und 1935 kamen die Nürnberger Gesetze. Mit wem sollte ich spielen? Es wurde doch immer mehr gesagt, Juden, 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 Juden. Also. Und einer unserer Schüler war, die Frage kam, Lehmann, der Mann hieß, der Junge hieß Lehmann, den Namen habe ich nicht vergessen, Religionszugehörigkeit, und da sagte er jüdisch. Und diesen Moment habe ich an und für sich nicht vergessen. Die ganzen Klassenkameraden, die fingen jetzt plötzlich an, irgendwie in der Gegend rumzustarren. Jüdischen, jetzt haben wir einen Juden in der Klasse. Das war 1934. So weit hatten die Nazis diesen Antisemitismus schon vorgetrieben. 1935, nach den Ferien, war der Schüler plötzlich verschwunden. Er tauchte nicht wieder auf, niemand fragte, niemand sprach drüber. Er war ihm weg. Zu dieser Zeit feiert die Familie Manneberg das Bar Mitzwa-Fest ihres Sohnes Günther. Kurze Zeit später wird er von einer jüdischen Hilfsorganisation mit einem Kindertransport nach Großbritannien in Sicherheit gebracht. Manneberg nennt sich später George Mannings und lebt bis zu seinem Tod 2001 in Australien. I went to school round the corner from where I lived. I cannot remember much about it, except that I was the only Jewish boy. And at the beginning I had a fairly easy life. So people found out that I was Jewish, and then you can imagine what sort of life I had after that. It wasn't very pleasant. Can you describe that to us? Well, you get taunted and called rotten names and all that, being Jewish, as you can imagine, especially the kids that belonged to the Hitler Youth and all that. Did anyone protect you? No. The teachers? No. They were all frightened. Against a Jew, what can they do? They'll be reported. You know what these kids are? They report to the Hitler Youth, and Mr. So-and-so looked after Günter Manneberg. It's not on. Herbert Rasenberger lebte später im selben Haus wie Mannebergs Großmutter Hedwig Wandrow. Auch er spürte, wie sehr der Antisemitismus die Menschen in der Stadt beeinflusste. Ich habe ihn erlebt im Haus selbst, bei der Jüdin Wandrow, die mit ihrem Mann ja dort wohnte. Und Herr Wandrow ist im Jahr der Pogromnacht verstorben, 38. Und ich muss dazu sagen, genau auf dem Flur, wo Wandrows wohnten, wohnte eine Familie Bertow, die eigentlich eine ausgesprochene, wir haben immer gesagt, das ist eine Nazi-Trolle. Das ist also eine, die war von dem Nazismus derart, also ich war schon vom Nationalsozialismus angetan, aber nicht fanatisch, und das war eine Fanatikerin. Es war Tante Hedwig im Haus, sie war eine kleine, zierliche Frau, sehr zurückhaltend in ihrer Art, auch beeindruckenderweise sicherlich durch das, was sie durchmachen musste, was wir ja also vom damaligen Standpunkt nicht erkannt.
ich habe das Judentum in zweierlei Hinsicht erlebt. Einmal Hedwig war nur als liebe Frau, wusste, dass sie Jüdin ist, wusste, dass sie uns manches zugesteckt hat. Sie war nämlich eine Keksspezialistin. Sie hat dann Kekse gemacht, wo meine Mutter immer gesagt hat, Mensch, wie macht die das? Und das Rezept möchte ich haben. Es war eine ausgesprochen gute Frau. Und wenn ich das jetzt heute so überlege, ist sie ganz schön von Nationalsozialisten und alles, was drumherum rechtlich oder unrechtlich geschehen ist, nämlich mit der ARK, mit ihrem Mann, und ihr Mann wurde dann nicht beerdigt, die hat keinen Friedhof, darüber wurde nie gesprochen. Überhaupt nicht. Sie hat also von ihren, jetzt sage ich mal, von ihren Seelenqualen, die sie dort erlebte, hat das weggewischt und dann war es gut. Am 1. April 1933 ist Hedwig Wandrow in der Magdeburger Innenstadt, um einzukaufen. Ihr Ziel ist das Kaufhaus Barasch am Breiten Weg, ein jüdisches Kaufhaus. Vor den Türen haben sich SA-Männer postiert und hindern die Menschen am Betreten des Gebäudes. Es findet der erste reichsweite Boykott jüdischer Geschäfte statt. Am Tag zuvor hat der NSDAP-Kreisleiter Krause die Aktion gegen die jüdischen Blutsauger auf dem Alten Markt angekündigt. Zum Boykott ist ein Adressheftchen erschienen. Darin werden die Juden der Stadt mit Beruf, Name und Adresse der offenen Hetze preisgegeben und an den Pranger gestellt. Auch das beliebte Kaufhaus Barasch am Breiten Weg bleibt von dem Boykott nicht verschont. Ja, das Kaufhaus Barasch. In der dritten Etage war eine große Spielzeugabteilung und eine Schauabteilung. Und jedes Jahr zur Adventzeit hatte Barasch irgendetwas aufgebaut. An eine Ausstellung erinnere ich mich, oder an zwei. Das war einmal der Mittelrhein, dargestellt mit Burgen, und dann schwamm auf dem Rhein Schiffe oder Dampfer. Und dann interessierten noch die Spielzeugsoldaten und die Indianer und elektrische Eisenbahnen und Aufzieheisen mit Feder. Zum Aufziehen die Eisenbahn, die Loks für mir zum Aufziehen. Und das war mal prächtig, die Adventszeit. Wie alle Geschäfte in jüdischer Hand wird auch das Magdeburger Kaufhaus später arisiert. Arische Kaufleute stehen nur allzu gern bereit, das Geschäft zu übernehmen. Aus Barasch wird das rein arische Kaufhaus Lemke. Im Zuge der sogenannten Arisierung finden im ganzen Reich Schauprozesse statt. Sie dienen der Einschüchterung und sind ein wichtiges Propagandainstrument. Auch in Magdeburg sorgt ein Fall für Aufsehen und Schlagzeilen im ganzen Reich. Die Anklagen sind immer die gleichen: Rassenschande, Vergewaltigung, Homosexualität und Pädophilie. Das alles mit einem Ziel: die Abscheu eines jeden deutschen Bürgers gegen den perversen Juden zu erregen. Der Pastor Zugschwert war Pfarrer einer Ulrichsgemeinde. Pastor Zugschwert war ein sehr toleranter Mensch. Zu dieser Zeit, nach 1933, versuchten viele Juden, ob gläubig oder ungläubig, es gab ja auch Juden, die gar nicht in der Synagogengemeinde teil hatten. Die versuchten, zum evangelischen oder katholischen Glauben zu konvertieren. Das heißt, sie nahmen Konfirmandunterricht oder überhaupt Glaubensunterricht und ließen sich dann taufen. Der Magdeburger Handelsschulleiter Albert Hirschland hatte sich an Pastor Zugschwert gewandt, weil er zum christlichen Glauben übertreten wollte. Da Hirschland in Beziehung mit einer arischen Frau lebt, wird an ihm in einem Schauprozess ein Exempel statuiert. Ein deutliches Signal, dass keinerlei Verstöße gegen die Nürnberger Gesetze mehr geduldet würden. Es kam zur Gerichtsverhandlung. Zugschwert wurde ins KZ gesteckt für einige Monate. Und der Jude bekam 10 Jahre Zuchthaus. Wegen Rassenschande. Warum? Er hatte eine arische Freundin und lebte mit ihr zusammen. Das heißt, er beging Rassenschande. Ob der Jude das überlebt hat, glaube ich nicht. Denn Zuchthaus und KZ, das lag dicht beieinander, und die Vergasung auch.
Am 23. August 1935 kommt Julius Streicher nach Magdeburg. Streicher, Begründer des Stürmers und fanatischster Judenhetzer, hält in der Stadt eine Massenkundgebung ab. Die Gestapo bereitet die Veranstaltung vor. Die Stadt ist voller Transparente mit antisemitischen Parolen und der Tag wird zum regelrechten Aktionstag gegen die Magdeburger Juden. Die Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, die sogenannten Nürnberger Gesetze, werden zur Grundlage der Ausgrenzung und Vernichtung der Juden in Deutschland und Europa. Kein Jude darf mehr ein öffentliches Amt bekleiden. Liebesbeziehungen zwischen Juden und Nichtjuden gelten fortan als Rassenschande. Ich komme aus einer Familie, die bei den Faschisten als Mischehefamilie und Familie eingestuft war. Mein Vater kommt aus einem jüdischen Kreis. Meine Mutter ist evangelisch gewesen, kam also aus einer ganz anderen Richtung. Ja. Man hat immer wieder versucht, dass sich meine Mutter scheiden lässt. Mein Vater hätte damals noch Deutschland verlassen können, aber nur er alleine. Aber das hat er nicht gemacht. Also da hat er gesagt, er lässt seine Familie nicht im Stich. Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich von meinem Vater selber weiß, dass er auch zu denen gehört hat, die der Meinung waren, er ist ja ein Deutscher und ihm kann ja eigentlich nichts passieren. Er war im Krieg und hat seinen Kriegsdienst gemacht, also es kann ihm eigentlich nichts passieren. Ja. Das hat er erst selber auch aus seinem eigenen Leibe erfahren müssen, dass das eben nicht so war. Es sind die Jüngsten, denen gesagt wird, dass alles, was der Jude tut, bösartig und schäbig ist. Neben der Schule leistet die Organisation der Jugend in verschiedenen Verbänden ihr Übriges. So auch die Pimpfe. Dementsprechend war ja auch die Einwirkung dieses Pimpfentum, dieses Hitlerjugendtums, dieses Auswendiglernen von seinem Lebenslauf und so weiter. Und wir haben da dann mitgekriegt, dass wir gegen Juden kämpfen sollen und dass alles, was mit Judentum zu tun hat, eben eine schlechte Sache ist. Und ich war davon überzeugt. Und meine Mutter war da sogar der Meinung, ich sollte nie Pimpf werden. Und sie hat sich gesträubt, das ging monatelang, bevor ich Pimpf wurde, die Pimpfen sogenannte Uniform zu kaufen, nämlich braunen Hemd, Schlips und Knoten und so weiter und Schlosse, Koppelschloss und so. Und sie war gegen diese, du wirst mal nicht Pimpf. Ich sage, Mutti, das geht nicht, dann in der Schule nicht, geht das nicht und ich möchte Pimpf werden, ich möchte den Dienst mitmachen. Das war für mich, wenn da die Fähnleins durch Buckau zogen und haben ihre Lieder gesungen, das war schon was. Ja, natürlich war ich neidisch. Warum durfte ich nicht in der Hitlerjugend sein? Warum durfte ich nicht auch mitmarschieren wie alle anderen? Sie hatten es doch gut, die durften das machen, wir nicht. Und natürlich hat man uns gesagt, du bist Jude und du kannst da nicht mitmachen. Rundfunk und Presse dienen der Propaganda der Nazis. Antisemitische Hetze wird allgegenwärtig. Meine Großmutter war eine sehr überzeugte Katholikin. Wir gingen also regelmäßig jeden Sonntag zur Kirche. Und von der Sebastiankirche in der Palatenstraße, in der damaligen, heute Max-Josef-Metzger-Straße, ging man zum Breiten Weg, da war sonntagsvormittags Kuchenverkauf bei einem Konditor. Und in der Nähe der Kirche war interessanterweise ein Glaskasten und da hing eine Zeitung der SS. In dieser Zeitung waren Juden abgebildet als Karikatur, Männer im Frack mit Zylinder, großen Ohren, Knöllennasen und wulzigen Lippen. Ich meine, ich kannte solche Menschen nicht. Und dann stand drunter, weil nämlich einer oder mehrere Juden sich Mädchen griffen, Vergewaltigung von arischen Mädchen. Ich habe dann meine Oma fragen wollen oder gefragt, was heißt Vergewaltigung? Meine Oma konnte darauf nicht antworten. Nicht, die hat die Bilder sich angeschaut, kurz angeschaut und hat sich abgewendet. Sie war schockiert. Ab dem 23. Juli 1938 müssen sich Juden durch besondere Kennkarten ausweisen.
Sie sind damit jederzeit identifizierbar und Schikanen schutzlos ausgeliefert. Ab dem darauf folgenden Monat sind sie verpflichtet, ihrem Namen den Zusatz Sarah oder Israel anzuhängen, was der zuständigen Behörde zu melden ist. Meine Verwandten mussten in ihren Pässen ihren zusätzlichen Vornamen Sarah oder Israel führen. Und wir mussten viele Dinge miterleben, die andere Kinder nicht kannten. Die Ausgrenzung, die unsere Eltern erleben mussten. Ich habe es selbst miterlebt, wenn sich dann bekannte Verwandte verabschiedeten, abends, wenn sie dann im Dunkeln kamen. Am Tage konnten wir kaum Besuch empfangen, das war eigentlich fast unmöglich. Ich habe es an meinem 9. Geburtstag erlebt, dass mein Vater für 3 Tage beim Gestapo-Gefängnis saß und wir nicht wussten, ob er wiederkommt. Und das sind also Dinge, die prägen. Wir durften über das, was zu Hause war, nie sprechen. Im Hause, da war ein wirklich richtig heftiger Nazi, der hatte auch seinen Sohn so erzogen und der hat uns also wirklich das Leben auch schwer gemacht. Der hat also die einzige Freundin, die ich hatte, die hat er sich genommen und hat mit ihr erzählt und hat ihr erzählt, dass ich Jude bin, dass er mit uns nicht spielen darf und so weiter. Am 7. November 1938 erschießt Herschel Grünspan, ein polnischer Jude, den deutschen Botschaftssekretär Ernst Eduard vom Rath in Paris. Für die Nazis willkommener Anlass, in der Nacht vom 9. auf den 10. November im gesamten Reich Terrorakte gegen Juden zu verüben. In Magdeburg wird in der Synagoge in der großen Schulstraße ein Sprengsatz zur Explosion gebracht. Schaufenster und Geschäftshäuser jüdischer Besitzer werden zerstört, Wohnungen jüdischer Magdeburger demoliert und geplündert, Juden werden durch die Straßen getrieben und verprügelt, vor allem die Wohlhabenden unter ihnen werden verhaftet. Der 9. November ist mir sehr lebhaft in Erinnerung. Wir wohnten in der Jakobstraße, 2. Etage, 3. Etage, weiß ich nicht. Aber das Geschäft war direkt runter. Und gegen 10, 11 fing der Krawall an. Und mein Großvater als guter Deutsche ging ans Telefon, meldet sich an Polizei. Hier sind Krawalle. Daraufhin antwortete der Polizist oder wer immer da am Telefon war: Das wissen wir, du Jude, halt das Maul. Aufgehängt. Und da, wo heute in etwa die linke Seite, also die nördliche Seite vom 100-Wasserhaus steht, war damals ein Laden, bestand damals ein Ladengeschäft. Und zwar war das Silbermann, ein Musikalienhändler. Ich habe mir öfter da mal Schallplatten angesehen und Akkordeons und so weiter. Und ich gucke aus dem Fenster raus, Scheiben kaputt, Schaufensterscheiben kaputt, Akkordeons liegen auf der Straße, Notenblätter, Musikinstrumente, alles durcheinander. Es war ein Schock. Am 9. November 1938. Da war ich ja schon 4,5 Jahre alt. Da hat er mich auch mitgenommen. Da sind wir dann gegangen und haben uns angeguckt, was da passiert ist. Und er hat immer gesagt, guck nicht so hin, geh nur einfach spazieren. Ja. Und ich habe dann gesehen, was da passiert war. Die Fensterscheiben zerschlagen haben, die großen Schilder dran, Juden raus und alles. Ich konnte es nicht lesen, aber ich kann mich daran erinnern. 1938 zur Pogromnacht habe ich in Schönebeck mit einem Freund, der mich abholte, ich war ja damals 6,5, 7 Jahre alt, versucht, in einer Synagoge verbleite Scheiben mit einzuwerfen. Mein Großvater kam vom Friseur, sah mich und meinen Freund, wie wir dort anfangen wollten zu wirken. Und ich war zum Glück nicht in der Lage, einen aufgerissenen Pflasterstein in der Größe über die Straße in die Synagoge zu werfen. Ich wäre gar nicht bis hingekommen. Aber uns machte das als Jungen Spaß zu sagen, jetzt können wir ja hier was zertrümmern. Was dahinter stand, was die Synagoge war, konnte ich in dem Alter noch nicht begreifen. Im Umfeld der Pogromnacht wird auch Max Wandrow, der Großvater von George Mennings, von Nazis so schwer verprügelt, dass er kurze Zeit später stirbt.
Von Berlin aus weitet Hitler den Kampf gegen das Judentum immer weiter aus. Am 30. Januar 1939 hält er eine seiner bekanntesten Reden. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Mit einem propagandistischen Dokumentarfilm erreicht der Antisemitismus eine neue Dimension. Der ewige Jude. In dem Film werden sie mit Ratten verglichen, die es auszurotten gilt. Den arischen Deutschen geht es 1939 gut. Die Wirtschaft floriert und Hitler wird, wo auch immer er hinkommt, bejubelt. Dass die Juden gewaltsam enteignet und vertrieben werden, stört die Mehrheit der Deutschen und auch die Magdeburger kaum. Die Juden indes müssen in sogenannte Judenhäuser umziehen. In Magdeburg gibt es diese Häuser unter anderem in der Brandenburger Straße und in der Schöninger Straße. Die Wohnungen sind überfüllt. Jedem Bewohner stehen nur 5 Quadratmeter zu. Die Juden sind dort nur vorübergehend untergebracht. Für die Nazis sind diese Häuser lediglich eine Sammelstelle. Von hier aus beginnen die Deportationen in die Massenvernichtungslager im Osten. Auch die Großmutter von Gerda Fellner wird in ein solches Judenhaus einquartiert. Es war einfach schrecklich. Es war so ein enger Hof mit hohen Häusern. Da kam kaum Licht runter und dann hatten sie unten am Erdgeschoss praktisch die Wohnung. Dunkle, kleine, enge Zimmer. Die Kinder aus dem Nachbarhaus, die guckten dann oben aus dem Fenster und bespuckten uns und beschimpften uns. Ich kriegte einen Auftrag, verschiedene Reparaturen auszuführen, unter anderem auch in der Brandenburger Straße 2 oder 2a, das weiß ich nicht mehr. Und zwar sind das die Häuser, die stehen noch gegenüber der Feuerwache. Ich klingele und da macht mir ein junges Mädchen auf. Ich war 17 und sie war vielleicht auch 17. Nettes, blondes, schwärme ich mal ein bisschen. Ich habe das Mädchen nicht vergessen, den Anblick jedenfalls nicht. Sie bittet mich rein und zeigt mir nun die Reparaturstelle. Ja, ich wusste, sie war Jüdin. Ich war mit meiner Reparatur zu Ende. Einen Moment bitte, sagte sie. Und kam mit einer Schachtel Zigaretten zurück. Und nun muss ich sagen, während des Krieges gab es die Raucherkarte. Männer bekamen 6 Zigaretten pro Tag und Frauen 3. Und Juden bekamen überhaupt keine Zigaretten. Das war also ein großes Opfer, was das Mädchen jetzt brachte. Sie brachte mir eine volle Schachtel Zigaretten. Das waren 6 Stück, waren das, ja, 6 oder 8 Stück. Ja, ich habe mich bedankt. Ob ich das laut tat, weiß ich nicht. Ich war immer noch gehemmt und überrascht. Und unten auf der Straße, da musste ich mir die Zigaretten erstmal angucken. Und dann gab es ja den berühmten Spruch, wer vom Juden frisst, stirbt daran. Ne? Da habe ich mir gesagt, Mensch, das Kinder, wenn du jetzt eine Zigarette rauchst, dann musst du sterben? Fragezeichen. Auch Hedwig Wandrow muss ihre Wohnung in der Schönebecker Straße, in der sie viele Jahre mit der Familie gelebt hat, verlassen. Allein muss die 74-Jährige in das Judenhaus in der Brandenburger Straße 2a umziehen. Seit November 1939 sind alle Juden zum Tragen des sogenannten Judensterns verpflichtet. Durch ihn gebrandmarkt, in Judenhäuser gepfercht, erreicht ab Oktober 1941 der Hass auf die Religionsgruppe eine neue, gewaltige Dimension. Es beginnen die ersten Massendeportationen von Juden aus dem Reichsgebiet in die Konzentrationslager im Osten. Wir waren zu der Zeit schon im Bett, ich war wach zu der Zeit, ich habe die Gespräche gehört und es war immer schrecklich, also das war immer tagelang, hinterher war die Familie irgendwie richtig down, ja. Die haben dann irgendwann leicht sehen wir uns wieder, aber immer mit dem Hinterkopf, das wird nie wieder, ja. Und ich weiß auch nicht, ob von denen jemand zurückgekommen ist, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Und das waren dann auch eben Bekannte, Verwandte, nicht Bekannte vor allen Dingen, ja.
Ja. Und mit meiner Großmutter war es am allerschlimmsten. Das weiß ich aber nur von meinem Vater, weil ich selbst da auch nicht mit bei war. Die konnte ja schon gar nicht mehr laufen. Die saß ja nur noch in ihrem Sessel da. Und die haben sie auf den Handbahn gesetzt und haben sie zum Transport gebracht. Das ist ganz schlimm. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben sie nicht in Ruhe sterben lassen können. Das ging einfach nicht. Ja, die musste weg. Ja. Plötzlich tauchten überall jüdische Kolonnen auf. Und zwar aus der Gegend, also aus dem Umland, trafen die Juden mit Köfferchen und Rucksack, was sie so tragen konnten, war zulässig für jeden 20 oder 25 Kilo, die kamen vom Bahnhof, damals Bahnsteig 0, das ist heute S-Bahnsteig, kamen die dann vom südlichen Flügel, da wo das Bahnpostamt war, die Hassebachstraße runter, querten die Otto-von-Gierke-Straße zur Leiterstraße und bogen dann ab in südliche Richtung in die Prälatenstraße, heute Max-Josef-Metzger-Straße, und marschierten in Richtung Freundschaft, das war die Gaststätte zur Freundschaft. In der Prälatenstraße, da steht heute das Roncalli-Haus gegenüber der katholischen Sebastianskirche. Der Befehl, sich zur Deportation zu melden, wird per Brief zugestellt. Sammelpunkt ist das Gesellschaftshaus Freundschaft. Vor dem Transport in die Lager sind die Magdeburger Juden verpflichtet, 30% ihres Vermögens auf ein Sonderkonto W zu überweisen. Auch für die Reise müssen sie zahlen. 50 Reichsmark, die überwiesen werden sollen oder in bar in der großen Schulstraße 2b zu entrichten sind. Zudem sind die bemittelten Juden aufgefordert, für das sogenannte Wegegeld derer aufzukommen, die sich die Deportation in die Lager nicht leisten können. Sie sollen freiwillig einen höheren Beitrag zahlen. Zur Registrierung sind die Juden verpflichtet, ihr restliches Vermögen offenzulegen. Bankauszüge, Sparbücher, Versicherungsunterlagen und Verzeichnisse aller Möbel- und Einrichtungsgegenstände. Der gesamte Nachlass ist geordnet zu übergeben. Der logistische Aufwand des Beutezuges soll für die Nazis so gering wie möglich bleiben. In der ersten Etage lag der große Saal, da wurden die ganzen Juden versammelt, registriert, eingeteilt, in Marschgruppen eingeteilt. Ich weiß das so genau, weil ich persönlich habe sogar in der Gaststätte gearbeitet, und zwar durch die vielen Menschen wurden die Toiletten und die Wascheinrichtung, das wurde alles überstrapaziert. Und die armen Menschen waren ja auch Stunden schon unterwegs und wurden dann da abgefertigt. Und ich habe da oft gearbeitet, also daher weiß ich, dass die Juden da registriert wurden. Nachdem wir registriert waren, manchmal dauerte das Stunden oder über Nacht, dann saßen die auf den Stühlen rum, nicht? Am anderen Tag waren die noch übermüdet. Und den gleichen Weg gingen die dann wieder zum Bahnhof. Und da wurden dann die Transportzüge bereitgestellt und dann ging es ab. Es hieß nach Polen, die kommen in Ghettos. Am 14. April 1942 verlässt der erste Deportationszug mit Juden aus Magdeburg den Hauptbahnhof. Ein dreiminütiges Dokument der Ankunft dieses Zuges im Warschauer Ghetto ist erhalten geblieben.
Meine Großeltern standen auf dem Standpunkt, Großvater 73, Großmutter 69. Sie sind zu alt, um auszuwandern. Und haben erst in Magdeburg gelebt, erst in der alten Wohnung. Dann wurden sie vertrieben. Und das ist die Geschichte, die ich gerne hier irgendwie nachlesen möchte, wo und wie sie wirklich untergekommen sind. Bei den Filmrecherchen stellte sich heraus, Hugo Wilhelm und seine Frau Pauline, die Großeltern von Werner Simonson, waren im selben Deportationszug wie Hedwig Wandrow. Ziel des Transports war das tschechische Konzentrationslager Theresienstadt. Kurz nach ihrer Ankunft finden Pauline und Hugo Wilhelm dort den Tod. Hedwig Wandrow überlebt 2 Jahre in dem Lager. 5 Monate vor Kriegsende kommt sie dort ums Leben. Am 16. Januar 1945 fallen zum 20. Mal Bomben auf Magdeburg. Die Stadt wird zu 90% zerstört. Die alliierten Truppen erreichen am 17. April 1945 Magdeburg. Die Stadt kapituliert einen Tag später, Deutschland am 8. Mai. Und als ich 1945, als der Krieg aus war, ich war ja in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, und zwar in Colorado Springs, an Rocky Mountains, in großen Camp. Da wurden uns die Filme vorgeführt von den Konzentrationslagern. Wissen Sie, was einige Kameraden da jetzt gesagt haben? Das ist Propaganda, das ist gestellt, das ist Hollywood. Das kann doch nicht sein. Das können doch keine Deutschen machen. Erst nachdem man wirklich Zeitungen und alles mitbekommen hat, war man dann nachher überzeugt. Das war ein Schock. Und das Merkwürdige ist, dass die Generation der Großeltern, der Eltern so deutsch waren, dass sie gesagt haben, das kann nicht lange anhalten. 10 Jahre. Viel Leben gekostet. Nicht nur unsererseits. 55 Millionen Menschen haben ihr Leben gelassen in dem Krieg. Das ist das. Und wir, schon 6 Millionen, wissen wir sind vergast worden. Oder so umgekommen. Aber die anderen haben auch Mütter und Kinder und Väter und Eltern. 55 Millionen Menschen. Sehr viel, das man auf dem Gewissen hat. Ja, das Schlimmste sind die Rechtsextremisten, die heute schon wieder sagen, die heute schon wieder stolz sind, Nazis zu sein. Das ist das Schlimmste, glaube ich, denke ich mal. Und ihr Umgang mit anderen Menschen, der daraus resultiert, das ist, finde ich, das ist ganz furchtbar. Ja. Ja, vor 65 Jahren auf den Tag wurden von dieser Stelle aus 2 Menschen verschleppt, die uns lieb und nah waren. Wir lebten mit ihnen in derselben Wohnung, saßen und aßen am selben Tisch, wurden von der Großmutter erzogen und haben sie als Kinder bestimmt des Öfteren geärgert. Sie waren nicht die einzigen Opfer des Narzissmus. Nein, es waren viele. Die Großeltern wurden verfolgt, weil sie Juden waren. Die anderen, weil sie Homosexuelle sind oder Romas waren oder als Untermenschen galten und die reine Rasse schändigen könnten. Vor 65 Jahren war es kalt und der Wind pfiff durch die Latten der Viehwaggons, in denen sie abtransportiert wurden.
Nur die menschliche Wärme des Gedränges konnte sie etwas erwärmen. Schon auf dem Weg starben einige. Sie wurden nach Theresienstadt, nach Auschwitz und in den Tod gebracht. Jetzt, nach 65 Jahren, danken wir der Magdeburger Organisation der Stolpersteine und der Stadt Magdeburg, die es möglich gemacht haben, dass wir uns hier zur Einweihung dieser Steine zusammenfinden können. Unsere Familie ist eine alte Magdeburger Familie. Der Urgroßvater kam aus Burg und seine Kinder wurden zum Teil hier geboren. Seine Tochter Paula wurde noch in Burg geboren, kam aber als Vierjährige in die Großstadt. Ihre Kinder, Kurt und Sophie, und wir, die Kinder der Sophie, sind geborene Magdeburger. Der Sohn Kurt, auch hier geboren, wurde Rabbiner, zuletzt in Stockholm. Magdeburg war unsere Heimat, bis wir vertrieben wurden. Hier gingen wir zur Schule, wie auch unsere Mutter und vor ihr unsere Großmutter Paula. Nach fast 70 Jahren besuchen wir die Stadt, die einst unsere Heimat war, mit dem Gefühl, hier Menschen gefunden zu haben, die verhindern und dafür sorgen wollen, dass das, was in den 30er und 40er Jahren in Deutschland geschah, nicht vergessen wird. So wie sie reichen auch wir unsere Hand, um ihnen zu helfen, die Erinnerung besonders auch in den kommenden Generationen wachzuhalten. במעלות קדושים וטהורים, כי זורקי המאזינים לנשמות כל היהודים הקדושים, דקהילת קודש דמגדבורג, שמסרו נפשם בשנות שעה באירופה על קדושת השם.